Hallo liebe Strickfreunde und herzlich willkommen auf dem Bariwoll-Kanal. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr ein wunderschönes Dreieckstuch mit einfachen Techniken selber stricken könnt. Für das Tuch verwende ich Alpaka Fein von Bariwoll. So sieht das aus. Und die Stricknadel 4 mm. Und beginne ich mit 5 Maschen. Im Laufe des Videos führe ich euch durch alle wichtigen Schritte vom Anschlag bis zum Abketten der Maschen. So, die erste Reihe stricke ich erste Masche rechts und die anderen 4 Maschen links. Wir stricken im Wechsel von linken und rechten Reihen und nehmen in jede zweite Reihe eine Masche zu, um die klassische Dreiecksform zu kreieren. So, die erste Reihe ist etwas mühsamer. So, alle Maschen links gestrickt, Arbeit wenden. Und gleich in der zweiten Reihe beziehungsweise in die erste Reihe beginnen wir unsere Zunahme. Sie können einen Maschenmarkierer da auf die Seite hängen lassen oder orientieren Sie sich an diesen Endfaden. Zweite Reihe, erste Masche abheben, zweite Mal Masche doppelt stricken. Das heißt, ich gehe mit der Stricknadel von vorne der Masche, stricke ich eine Masche raus und dann von hinten stricke ich noch eine Masche. Das heißt, wir haben 2 Maschen aus einer Masche gestrickt. Alle weiteren Maschen einfach rechts stricken. In der Rückreihe stricken wir alle Maschen links ohne Zunahmen. Erste Masche abheben und die weiteren Maschen einfach links abstricken. Arbeit wenden. So, das ist unsere gerade Seite und da werden wir wieder eine Zunahme machen. Wieder erste Masche abheben, von der zweiten Masche 2 Maschen stricken. Einmal von vorne der Masche und eine Masche von hinten der Masche. Alle weiteren Maschen rechts stricken. Auch die Randmasche rechts stricken. Arbeit wenden. Und dann wieder alle Maschen links stricken, ohne Zunahmen. Erste Masche abheben. Alle weiteren Maschen links stricken. Insgesamt stricken wir 208 Reihen mit Zunahmen. So sieht das aus. Jetzt sehen wir, wie unsere Dreieckform sich bildet. Die schriftliche Anleitung findet ihr beim Bariwoll Online-Shop unter der Kategorie Videoanleitungen. Da poste ich noch dazu eine schriftliche Anleitung. Und die passende Garne findet ihr natürlich auch in diesem Online-Shop bariwoll.de. So. Jetzt wieder die Rückreihe, einfach alle Maschen links stricken. Arbeit wenden. So sieht das aus. Schön luftig und leicht. Und so weiter stricken wir bis zur gewünschten Länge.
von einer Seite des Dreieckstuches. Mache ich noch eine Reihe. Also ist es wirklich sehr, sehr schön mit diesem Garn zu stricken. Der kratzt überhaupt nicht. Das ist fein Alpaka mit Wolle gemixt und auf einem Pulli mit Faden. Ich stricke mit euch noch eine Reihe mit linken Maschen. Einfach alle Maschen links stricken. So. So sieht das aus. Man sieht, wie das, diese Dreiecksform hat sich gebildet. Gefällt mir sehr gut. Und jetzt stricken wir einfach die gewünschte Länge. Bei mir sind es 208 Reihen. Und die vier Reihen danach stricken wir einfach ohne Zunahmen. Erste Masche abheben, alle weiteren Maschen rechts stricken. So, Arbeit wenden. So sieht man die Kante. Ist wunderschön. Die zweite Reihe, die Rückreihe, stricken wir wie folgt. Erste Masche abheben, alle weiteren Maschen links stricken. Bis Ende der Reihe. Arbeit wenden. Die dritte Reihe wieder ohne Zunahmen. Erste Masche abheben, alle weiteren Maschen rechts stricken. Dieses elegante und zeitlose Tuch kann mit verschiedenen Garnen und Farben gestrickt werden. Perfekt für jede Jahreszeit. Das kann auch als ein Geschenk kreiert werden für eure Freunde, Bekannten, Verwandten, vor allem zum Geburtstagen oder zu Weihnachtsfesten und zu allen möglichen Anlässen. So, die vierte Reihe stricke ich wieder alle Maschen links. Arbeit wenden. Jetzt haben wir unsere Mitte sozusagen auch gestrickt. Das ist unser Bogen. Und ab jetzt werden wir weitere 208 Reihen mit, aber nicht Zunahmen, sondern mit Abnahmen stricken. Wie folgt. Erste Masche abheben. Zweite Masche rechts stricken, und über die erste Masche durchziehen. Erste Abnahme haben wir gemacht. Alle weiteren Maschen rechts stricken bis Ende der Reihe. So, Arbeit wenden. In der Rückreihe stricken wir alle Maschen links. So, erste Masche abheben, alle weiteren Maschen links stricken bis Ende der Reihe. Arbeit wenden, wieder in die zweite Reihe machen wir unsere nächste Abnahme. Erste Masche abheben, zweite Masche rechts stricken und über die erste Masche durchziehen. So ist etwas. Ja, so. Und wieder alle weiteren Maschen bis Ende der Reihe rechts stricken.
Ich glaube, ihr habt den Prinzip verstanden. Es ist sehr einfach zu stricken und ja, sieht danach wunderschön aus. Und wieder in der Rückreihe stricken wir alle Maschen links. Erste Masche abheben, alle weiteren Maschen links stricken. Das Tuch kann man per Hand waschen, einfach in lauwarmes Wasser spannen lassen und am nächsten Tag schon tragen. So, ich stricke noch eine Abnahme, erste Masche abheben, zweite Masche rechts stricken und über die erste Masche durchziehen, alle weiteren Maschen rechts stricken bis Ende der Reihe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Glocke, um keine weiteren neuen Anleitungen mehr zu verpassen. Lasst uns in den Kommentaren wissen, welche Strickprojekte ihr als nächstes sehen möchtet. Würden wir sehr freuen. So. Und das stricken wir, bis wir auf den Stricknadel 5 Maschen übrig haben. So sieht es aus. Ich mache noch eine Abnahme, weil da habe ich noch 6 Maschen auf die Nadeln. So. Und jetzt noch eine Reihe stricke ich. Links. Jetzt habe ich 5 Maschen auf die Stricknadel. So sieht es aus, finde ich. Ja, sehr dezent sind Abnahmen und Zunahmen. Jetzt beende ich das Tuch, wo ich meine letzten 5 Maschen einfach abkette, wie folgt. Erste Masche abheben, zweite Masche rechts stricken und über die erste Masche durchziehen. Und so weiter bis Ende der Reihe. Bis wir alle 5 Maschen abgekettet haben. Die letzte Masche habe ich auch abgekettet. Faden abschneiden, die Endfaden schön verstecken und das Dreieckstuch ist fertig. Ich hoffe, es hat euch die Anleitung gefallen und verständlich war. Falls nicht, könnt ihr wie gesagt immer auf die schriftliche Anleitung zugreifen. Alle Angaben poste ich noch unter dem Video in der Beschreibung. Ja, so sieht es aus. Das Tuch ist schön luftig und warm. Ich wünsche euch viel Spaß beim Stricken und verbleibe ich bis zum nächsten Mal. Tschüss!